Hallo und willkommen zurück hier in Dead in Finnland und sieht doch nett aus alles. Schauen wir mal, was wir hier Neues entdeckt haben. Oh, ein mysteriöses Grab. Da könnte man fast einen Runenstein finden, würde ich mal behaupten wollen. Schauen wir mal, was wir machen können. Wir können Knochen nehmen, wir können nach Hinweisen suchen und wir können untersuchen, wie wir es natürlich immer machen. Du suchst ein großes Gebilde aus dem aufgeschichteten Stein. Einige davon sind mit leuchtenden Runen versehen. Einige Knochen sind vor der Hauptkonstruktion gestapelt und in Ketten gelegt. Es besteht kein Zweifel, dass das Ganze ein Begräbnis dient. Ja, würde ich doch auch mal behaupten. Dann werden wir nach Hinweisen suchen, glaube ich. Und das kann... Oh, das kann er richtig gut. Was ist denn das für ein Zeichen hier? Ah ne, das ist das, dass sie total müde ist. Du untersuchst das Grab genauer und suchst nach Hinweisen, wer hier begraben liegen mag. Fertigkeitsprüfung bestanden. Im Einschauen nach gehört das Grab ein Mystiker oder ein Priester im Dienste eines der nordischen Götter. Na, dann beten wir doch mal. Du kniest dich nieder und schließt die Augen. Du betest zu jedem Gott, dem der Verstorbene einst diente. Du spürst einen Augenblick lang eine Art von Verbindung, die jedoch bald schwindet. Okay. Erhöht das Charisma, okay. Du schließt die Augen und nimmst dir etwas Zeit, um über die Zerbrechlichkeit des Lebens nachzudenken. Als du sie wieder öffnest, bemerkst du einen seltsamen leuchtenden Kristall, der hinter einigen Felsen verborgen liegt. Du nimmst ihn mit. Ein Feuerkristall. Okay, cool. Dann nehmen wir doch mal die Knochen. Knochen nehmen. Wer könnte das machen? Er. Du siehst diese Knochen nicht als Gebeine eines Menschen, sondern als Werkzeug für diese neue Welt. Daher nimmst du sie ohne Reue ins Lager mit. Totengräber haben wir bekommen, okay. Na dann würde ich sagen, wir öffnen das Grab mal. Und wer ist denn dafür am besten geeignet? Herstellung ist jetzt nicht so dolle, aber... Naja, wir versuchen es trotzdem mit Kari. Du entweißt das Grab. Du räumst die schweren Felsen, die den Eingang versperren, zur Seite und findest in der Mitte des Baus die Gebeine einer zusammengekauerten Person, die etwas in ihrem knochigen Arm beschützt. Das Skelett hält ein Turnurne, die mit rechteckigen Tafeln verschlossen ist, die ihrerseits mit Runen versehen ist. Du siehst nicht häufig Menschen, die lebendig begraben werden wollen, um einen geliebten Menschen zu folgen. Sie wählen gewöhnlich den Scheiterhaufen. Verdammt, soll ich... Ah, das wird halt nix, gell? Dann nehmen wir die Tafel. Als du eine Tafel ziehst, die in deinen Arm des Skelettes verpackt ist, bricht der Körper in sich zusammen. Rostiger Schmuck zerbricht, Knochen zerfallen zu Staub. Das Grab war offenbar so alt, dass es deiner Berührung nicht standhalten konnte. Du nimmst die Tafeln und einige Steine zum Lager zurück. Als du die Gegend verlässt, spürst du, wie sich ein Unbehagen in deinem Magen ausbreiten. Du kannst aber nicht sagen, was es ist. Uraltes Wissen. Ich bin verflucht. Uiuiuiui. Hätte ich ja fast erwarten können. Dass ich verflucht werde. Der ist in der Herstellung echt schlecht. Ach, sie tut aber Holz hacken. Okay. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das stimmt. Okay, machen wir weiter. Und schauen mal, was bei rumkommt. Hier wird ein bisschen von Erschöpfung. Voller Energie. 3 Tage lang. Er bastelt ein bisschen. Und wir haben Bergbaulager. Wir brauchen Stein und Eisen, um komplexeres Werkzeug herzustellen. Ermöglicht die Aktion Bergbau für einen Charakter. Sehr cool. Geht doch schnell, recht schnell voran. Das können wir in dem Fall hier machen. Er ist ein bisschen erschöpft, ja, das macht ja nichts. Inspiriert vor allem.
Und sie sammelt wieder frisches Obst. Oh, also die muss auf jeden Fall auch ruhen. Ihr hackt Holz. Wird depressio und depressiv beim Holzhacken. Okay, wir brauchen unbedingt Wasser. Okay. Jetzt können wir nur den Tag dann beenden. Wir schauen mal nach unseren Wasservorräten. Okay, wir brauchen erstmal hier Holz, dass wir hier Wasser herstellen können. Noch mehr Wasser brauchen wir. Holz haben wir noch genug. Noch einmal Wasser, oder? Legen wir noch einmal Holz nach. Und machen noch einmal Wasser. Ja, so lassen wir es mal. So lassen wir das mal und dann beenden wir den Tag und schauen mal, was dabei rumkommt. Wir können schon mal einen neuen Bauplan wählen. Da hätten wir jetzt eine Rune. Dann können wir die Werkstatt verbessern. Darüber nachdenken, wie wir unser Lager verbessern können. Ich bin mir sicher, dass wir neue Methoden finden können. Das Leben erleichtern. Schalte Verbesserung Stufe 1 frei. Okay. Dann die Taverne, den Kochtopf. Lazarett. Okay. Und die Dörrkammer. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Also kann ich denn... Ich glaube, wir machen erst verbessern mal die Werkstatt, oder? Verbessern mal die Werkstatt. Oh, das ist doch schon eine ganz schön harte Arbeit. Dann machen wir zuerst die Dörrkammer. So, aber wir machen jetzt erstmal sowieso. Wir beenden jetzt erstmal den Tag. Ich habe einen guten Platz in der Nähe gefunden. Einen guten Platz wofür? Ein Platz für den Bergbau. Dort gibt es viele gute, solide Felsen und ein Eisenerzader. Es ist eine gute Gelegenheit, wenn wir stabilere Gebäude und Werkzeuge herstellen wollen. Dann werden wir das brauchen. Aber das ist so schwer. Ich werde es den starken Männern überlassen. Ich bin nicht in der Lage, diese Dinge abzubauen. Ja, das wissen wir doch. Du könntest helfen, Moira. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Aber... Du bist mehr männlicher als ich. Männlicher? Das stimmt. Dass Mutter manchmal etwas gruselig ist. Ach, das gefällt dir wiederum? Okay. Wow, hört sofort damit auf, Mädels. Sei nicht sauer, lieber Eirik. Du hast eben eine maskuline Frau geheiratet. Das ist kein Problem, weißt du? Moira... Lass sie ruhig labern. Sie war schon immer eifersüchtig auf mich. Ich weiß auch nicht warum. Du weißt nicht warum? Ha, das ist das Beste. Sieh dich doch mal an, Schwester, dann weißt du warum. Gute Nacht. Sie wird auch noch wütend, 2 Tage lang. Was stimmt denn nicht mit ihr? Nichts, Liebling. Sie ist müde. Wie wir alle. Okay. Habe in letzter Zeit an zu Hause gedacht. Zu Hause? Ja, wir alle vermissen unser Heim, Schwester, aber... Nein, nicht dieses Heim. Unser erstes Zuhause. Vergiss es. Du darfst nicht daran denken. Aber ich will mich daran erinnern. Erinnerst du dich an Papa? Unseren richtigen Papa? Ich war zu jung. Ich erinnere mich an Mamas Stimme, wenn sie Schlaflieder für dich gesungen hat. Aber Papa, ich kann mich noch nicht einmal an sein Gesicht erinnern. Wir waren jung und Torwald war nett zu uns.
Er war der einzige Vater, den wir meiner Meinung nach hatten. Torvald? Ja, abgesehen von der Tatsache, dass er unsere richtige Familie getötet hat, ja, war er recht nett. Sprich nicht so darüber, du wirst dann immer wütend. Das verstehst du nicht. Du warst zu jung, aber ich habe Erinnerungen an das Leben, das uns genommen wurde. Oh Gott, das will. Das geht jetzt hier aber hart auf die 100 zu hier. Da müssen wir uns unbedingt drum kümmern. Wieso denn 5? Okay. Weil es so trocken ist, oder? Okay. Naja, wie auch immer. Dehydriert. Und wir haben 5 Liter Wasser. 5 Liter Wasser müssen wir jetzt aufteilen durch 5. Das heißt, jeder kriegt einen Liter. Ja, wird schon alles ein bisschen enger. Und wir machen mal weiter und schauen, ob das auch wirkt. Ja, bei ihr auch. Bei ihm meine ich da. Alle, okay, super. Hat das schon mal gewirkt, ein Liter hat gereicht. Und jetzt gibt's noch lecker Essen. Ach ja, Drecksfraß zum Beispiel. Was haben wir denn? 19, 21. Aha, ja, okay, so viel Hunger haben sie gar nicht. Die kriegt erstmal lecker Obst. Hier auch nochmal Obst. Obst. Verteilen wir erstmal das Obst. Gute Obst. Sie kriegt auch nochmal Obst hier. So, was haben wir denn? 2 bis 5 Hunger. Der kriegt auch noch Leiden. Das ist ja auch ein Drecksfraß, ne? 4 bis 8. Oh, er freut sich über gesunde Mahlzeit. Wenigstens einer. Kann man nochmal hier so ein Drecksfraß? Ja, er kriegt sie halt nochmal. Aber ich glaube, sie hat hier das Leiden. Ne, das Depression. Okay, alles klar. So, wir haben kein Essen mehr. Erschöpft. Depression. Okay. Okay, depressiv und lauter Schnarcher. Übelkeit ist weg. Kopfschmerzen 3 Tage lang. Mhm. Ja, sie muss auf jeden Fall muss sie ruhen heute. Es ist trocken. Die Erschöpfung verschlimmert sich. Es ist immer noch trocken, das ist natürlich nicht schön. Dann darf sie sich ausruhen. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Erkundung, Waldbau. Das ist immer, das ist ein bisschen blöd, dass man. Weil da geht es ja ums Sammeln, glaube ich. Das kann sie eigentlich ganz gut plündern. Okay. Aber wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Wir haben eigentlich Holz brauchen wir trotzdem nochmal wahrscheinlich. Sonst lassen wir ihn wieder her. Oh. Nee, okay. Er ist deutlich besser in der Herstellung. Schauen wir mal, ob man ihn vielleicht, kann er es vielleicht sammeln? Nee, wäre ganz mies. Ari 29. Hm, 26. 25. Okay, und Kari? 31. 25. Also sie kann halt spitzenmäßig erkunden, gell? Dann soll er jetzt halt Holz hacken. Ja, dann machen wir das jetzt und schmeißen hier nochmal Feuer.
Meine Wasservorräte in Feuer nach. Ein Scheit. Okay, 28 ist nicht so schlecht. Oh ja, stimmt. Ich muss morgen das Tribut zahlen. Dann würde ich sagen, ich baue jetzt erstmal nichts mehr. Nee, bauen ist in dem Fall nicht. Oh Mann. Dann hoffen wir mal, dass wir Holz kriegen. Hier ist ein Level aufgestiegen. Okay, wir brauchen dringend Holz und Wasser. Oh je, haben wir es uns gerade verbaut? Das wäre natürlich schlecht. Dann wäre das Ganze ja schon vorbei. Ja, ein verstauchter Fuß, na super. Die See fängt an, auf seinem merkwürdigen Instrument eine einprägsame Melodie zu spielen. Er improvisiert ein paar Worte über verschiedene Bewohner des Lagers. Überraschenderweise ist es ziemlich lustig. Eure hat großen Spaß daran, dieses Lied anzuhören. Was ist denn mit ihm? Ach, der hat den Stufenaufstieg. Schauen wir mal sehen. Sein Stufenaufstieg. Handwerkslehrling. Erstellung. Er ist ja eigentlich ganz gut im physisch ist er ganz gut. In der Gewandtheit, ja, okay. Angeln kann er ganz gut. Sollte man vielleicht irgendwie rücksichtslos im Kampf. Hungerverringerung. Herstellung. In der Herstellung. 29. Aber dafür haben wir den anderen eigentlich gerade. Genauigkeit minus, sei das sehr blöd. Das ist Blödsinn. Aber wir könnten bei ihm Hunger noch mal runtertreiben. Obwohl Herstellung auch cool ist. Damit Herstellung oder Hunger? Wir machen das. Mehr Punkte auf Herstellung. Und er hat ja Totengräber. Plünderung. Herstellung hat er gekriegt. Willensschwach. Okay, hasst Tiere. Ja, das ist super. Super Eigenschaft. Tiere hassen. Genau, jetzt müssen wir auf jeden Fall Holz hacken. Das heißt, wir brauchen jemand mit Waldbau. Ganz dringend. Oder wir gehen erstmal hierher, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir da sogar ein bisschen Holz. Seltsame Frau mit Katzen. Uiuiui. Untersuchen. Du blinzelst mehrmals, nur um sicher zu gehen, dass dich deine Augen nicht täuschen. Was du da siehst, ist erstaunlich. Eine große blaue Frau sitzt auf einem massiven Marmorthron. Sie trägt lediglich eine Art von Federumhang und ihr nackter Körper ist mit Runen bedeckt. Ah, und sie wird von vier riesigen Katzen bewacht. Sie scheint dich nicht bemerkt zu haben. Sehr wohl aber die Katzen. Sie schnurren und lecken sich die riesigen Tatzen, während sie dich mit beachtungsvollen Augen anstarren. Soll ich mich nähern? Wir nähern uns, was soll's? Was soll uns schon passieren? Weisheit? Da könnte Weisheit ganz hilfreich sein. Oder Mut. Wir versuchen es mal mit Weisheit. Diese Katzen sind furchteinflößend. Du versuchst die Frau aus sicherer Entfernung zu grüßen, doch sie scheint dich nicht zu bemerken. Sie scheint sich eigentlich gar nicht zu bewegen. Fragst dich sogar, ob sie vielleicht schläft. Du kannst dich nicht davor drücken, wenn du mit ihr sprechen willst, musst du an diesen monströsen Katzen vorbei. Ja, geschafft, wow. Du machst ein paar selbstbewusste Schritte auf den Thron und die lästigen Katzen zu.
Die vier halten augenblicklich inne und fauchen dich an. Du bist in Reichweite der Pranken, doch komischerweise machen sie keine Bewegung auf dich. Du näherst dich sicher dem Thron und kannst die blaue Frau genau anschauen. Sie schläft nicht. Sie befindet sich in einer Art Trance, wobei ihre weißen Augen in die Leere starren. Wenn man so versuchen aufzuhören. Glaubst du, sie möglicherweise durch Körperkontakt wecken zu können? Oh mein Gott, das wird total nach hinten losgehen. Du machst einen Schritt auf sie zu, scheinst aber eine unsichtbare Linie überschritten zu haben. Einen Augenblick später spürst du, wie sich vier Klauenpaare durch deinen Rücken ziehen. Du schreist vor Schmerzen, fällst auf die Knie und kriechst außer Reichweite der vier Wachbestien. Du schaust dir die blaue Frau nochmal an. Sie schläft nicht. Ja, sie befindet sich in einer Art draus. Okay, was machen wir? Sollen wir es versuchen? Komm, wir durchsuchen den Thron, was soll's. Du suchst die Gegend um den Thron der Dame in Blau ab, kommst dir aber nicht zu nah. Und du findest tatsächlich etwas. Einen großen flachen Stein, wie so viele andere, doch irgendwer hat Runen in einer Seite gemeißelt. Du steckst den Stein in deinen Beutel und entfernst dich von dem Thron. Wenn du wieder im Lager bist, werden die anderen einen Blick darauf werfen wollen. Wenn es uns gelingt, diese Runen zu lesen, können wir vielleicht das Geheimnis der mysteriösen Frau lüften. Okay. War doch gar nicht so schlecht. Bisher. Wir gehen mal zurück zum Lager und werden an dieser Stelle wieder mal einen Break machen und hoffen, dass wir noch 10 Holz bis morgen hinbekommen. Irgendwas hindert die Arbeit. Ja, das ist okay, weil wir kein Trinkwasser haben. Und er sollte auf jeden Fall hier weg. Den werden wir jetzt kurz zur Hütte schicken, dass der auf jeden Fall hier nicht weiterbaut. Und dann werden wir sehen, wenn wir hier den einsetzen zum Holzhacken, dass wir genug Holz bekommen. Sie hat auch plus 31 auf Waldbau. Ja, aber es ist immerhin mal mehr als er. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.